Läuft. Hallo und herzlich willkommen an der Nähmaschine. Ich zeige euch heute, wie man einen einfachen Outdoor-Beutel näht aus Materialien, die ihr rumliegen habt. Der Ben quatscht zwischendrin rein, sagt auch mal Hallo. Hallo. Und macht mir den Kameramann. Genau. So, um so ein einfaches Beutelchen zu machen, braucht ihr als erstes irgendein Stück Stoff. Zum Beispiel ein altes Hosenbein von einer Hose, die nicht mehr ganz so ganz ist. Wir haben hier noch eine alte Pellerine, die wir auch für Bastelprojekte inzwischen nutzen. Zu Deutsch Regenponcho. Regenponcho. Ja, ja, verbessert mich immer, wenn ich Schweizerdeutsch rede und das Gefühl habe, es wäre Hochdeutsch. Da haben wir Konfliktpotenzial für die nächsten 100 Jahre. Schön, nicht? Wunderbar. Also Stoff brauchen wir, dann irgend am einfachsten eine Nähmaschine mit einem Faden, habe ich schon vorbereitet. Dann zum Anzeichnen von der Beutelgröße. Moment, wenn man wissen will, wie man eine Nähmaschine bedient, das machen, da gibt es zigtausend Tutorials auf YouTube, wo dann irgendwelche kleinen Kinderklamotten und so weiter und so fort genäht werden. Also da gehen wir jetzt nicht großartig drauf ein, wie eine Nähmaschine eingefädelt wird und so weiter und so fort. Das kann inzwischen selbst ich. Das heißt, jeder kann es lernen. Wenn ich es kann, dann kann es jeder, denn ich bin doof. Danke, Schatz. Irgendwelches Anzeichnungsmaterial, um das Rechteck zu zeichnen, wie der Beutel dann ungefähr die Größe haben soll. Dann im späteren Verlauf vom Nähen sind ein paar Stecknadeln ideal. Am besten sind so 2 bis 4, das reicht schon. Wir brauchen eine Sicherheitsnadel, nicht allzu groß, weil die brauchen wir nachher, um den Faden Paracord Schnürchen, hier haben wir noch irgendein anderes Schnürchen, dann durchzuziehen. Da kann man Faden nach individuellem Bedürfnis nehmen. Dass man da dann den Beutel auch zusammenziehen und verschließen kann. Und zum Ausschneiden noch eine Schere und idealerweise, ups, fliegt dreimal rum, noch ein Feuerzeug zum Versiegeln der Nylonschnüre. Wenn man Nylon hat, wenn man irgendwie etwas anderes hat, braucht man nicht unbedingt ein Feuerzeug. Aber mit ist lustiger. So. Denn Feuer ist immer lustig. Genau, jetzt muss ich hier wieder Platz schaffen. Ja. Alles rüber. Ja. Jetzt. So, wir wollen heute nämlich nicht irgendein Beutel nähen, sondern möchten gerne dieses Buch eintüten, einbeuteln, damit es im Wald ein etwas geschützteres Dasein im Rucksack hat und mit einem wasserdichten Beutel versehen. Dazu müssen wir erstmal ein paar Berechnungen anstellen. Und zwar habe ich das Buch schon vermessen. Ups. Es hat unten die Breite von 15,5 cm, oben auch. Also die gesamte Breite ist 15,5 cm. Die Höhe vom Buch beträgt 23 cm und die Dicke sind ungefähr 2 cm. Jetzt kommt hier das Lederband schon weg. So. Machen wir das wieder rein. Jetzt wird der Stoff so gewählt, dass er eigentlich einmal von oben nach unten, hinten wieder hoch geht, plus oben noch genug Platz ist, um dann mit dem Beutel zusammenzuziehen. Also berechnen wir erstmal die Breite vom Stoff, das ist ein bisschen einfacher. Das sind ja 15,5 cm, hatte ich gesagt, plus die 2 cm vom Buch selber. Wären wir mal bei 17,5, dann wäre es aber extrem eng und wir haben noch nichts an Nahtzugabe, wie nennt sich das. Kurz zum Zeigen, ich wende hier mal den Beutel, raschel, raschel. Wenn man näht, braucht man ja immer noch ein bisschen mehr Stoff, damit man überhaupt irgendwo nähen kann. Und jetzt ist es sehr schön silbern auf grau genäht. Jetzt sieht man es auch. Sieht man hier, ist noch quasi ein Zentimeter, kann man sagen, braucht man einfach noch mehr als sogenannte Nahtzugabe, damit man das auch wirklich zusammennähen kann. Vielleicht sieht man es hier so auch noch. Ja, Schatz, ich glaube, es ist deutlich. Dass einfach noch was mehr da sein muss. Ne? Also ein bisschen Reserve sozusagen. Das haben wir zweimal in der Breite. Natürlich links und rechts, wo wir das Beutelchen zusammennähen. Dann sind wir bei 19,5 cm. Dann würde das Buch total eng drin Platz haben.
Das wollen wir ja nicht, weil vielleicht kommt noch irgendein Prospekt mal mit hinein oder ein Flyer oder noch zwei, drei zusammengefaltete Seiten, weil wenn noch was ausgedruckt hat oder wie auch immer, dass da noch ein bisschen mehr Luft ist, würde ich einfach mal großzügig aufrunden und sage, wir machen 1,5 cm mehr dazu. Dann wären wir bei 19,5 plus 1,5, 21 cm in der Breite. So. Das war die einfache Berechnung. Dann die Höhe vom ganzen Beutel. Halbschatz, darf ich noch kurz eine Kleinigkeit ergänzen? Diese Nahtzugabe, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, wenn man doof ist, dann macht man lieber ein bisschen mehr Nahtzugabe, dann kann man nämlich mehrfach mal daneben nähen und hat dann mehr Spielraum. Aber das wirst du jetzt wahrscheinlich widerlegen, nicht bestätigen wenn's, wollen. Wenn's ja wirklich auf Maß irgendwas genäht wird oder im Beutel, dann würde ich da nicht jetzt irgendwie, weiß ich, wie viel mehr machen, damit man noch 5-mal enger nähen kann. Sondern halt wirklich so machen, dass es passt. Weil ihr seht nachher, die Näharbeit ist eigentlich sehr einfach. Und auch wenn ihr keine Profis an der Nähmaschine seid. Oder ich. Oder Anfänger wie Ben. Es braucht 4 gerade Nähte. Fertig. Also 4 gerade Nähte. Das schafft fast jeder. Fast jeder, außer dem Ben. Genau. Nein, der Ben schafft im zweiten Anlauf. Es gibt so wunderbare Möglichkeiten zum Aufmachen. Weiter im Text. Breite haben wir, 21 cm wird der Stoff. Höhe. Die ist ein bisschen komplizierter zu berechnen, weil die geht von oben vom Buch runter, unten die Breite oder die Tiefe eigentlich einmal nach hinten, hinten wieder hoch, plus da oben brauchen wir noch irgendwas zum Zusammenziehen. Und zwar genug, dass wir nicht anfangen, hier die Ecken zusammenzuziehen. Da haben wir mal eine kleine Formel zusammengerechnet. Aber erst hier 23 war die Höhe, plus 2 hinten sind 26, plus 25. Plus hinten nochmal 23 macht 48. Aber 3. Einfach rundherum sein müsste. Ich habe mich, ach schon, so. Ich habe mich schon korrigiert. Okay. Naja, ich versuche gar nicht erst mitzurechnen. Dann lass es doch bitte. Ja. Also 48 cm brauchen wir nur schon, um von Oberkante Buch runter, unten rum und wieder hoch. Jetzt hätte ich gern den Beutel. Ja. Jetzt ist es so, dass wir nicht da oben gleich schon die Schnürchen zum Zusammenziehen dran machen können, weil da zieht sich ja immer noch ein Stück vom Stoff von der Höhe mit zusammen. Wir haben das mal hochwissenschaftlich berechnet und sind auf ungefähr die Hälfte gekommen. Sprich, die Hälfte, darf ich das fertig erklären, bevor du reinquatscht? Na gut. Sprich, die Hälfte der Breite wird ungefähr nach unten gebraucht, um den Beutel zusammenzuziehen. Also wenn ich hier zusammenziehe, ich kann es hier unten rechteck so gut es geht flach machen, dann ist hier der Teil, der zusammengezogen wird, halb so hoch wie die Gesamtbreite des Beutels. Wie tief der ganze Beutel ist, spielt dabei keine Rolle, weil hier könnte noch 10 cm, 20, 30 weiterer Beutelstoff dran sein. Zusammenzug ist immer nur abhängig von der Breite. Ja, Ben? Hochwissenschaftlich haben wir das alles berechnet, weil ich es ausgerechnet habe. Und was ich tue, ist immer hochwissenschaftlich. Also muss es hochwissenschaftlich berechnet gewesen sein. Genau, darum haben wir eine hochwissenschaftliche ungefähre Angabe von Verhältnis 1:2. Ja, selbst in der Physik ist immer ein Messfehler, wenn irgendwas nicht funktioniert. Von daher. Das heißt, wir bräuchten die Hälfte von der Breite vom fertigen Beutel noch obendrauf. Und weil wir die Hälfte der Breite zweimal obendrauf haben, oh, jetzt müssen wir schon bald ein Board haben zum Aufschreiben. Ich glaube schon. Nee, die Hälfte, das Doppelte von der Hälfte ist wieder die gleiche Menge. Ich glaube, ihr habt ein Notizbuch griffbereit und habt euch das alles aufgeschrieben. Also einfach die Breite kommt nochmal oben drauf. Breite hatten wir 21 cm. Achtung, die 2 cm Nahtzugabe müssen dann nicht dazu gerechnet werden. Dann wären wir bei 19. Dann haben wir 48 cm, was wir ja schon außenrum gerechnet haben, plus nochmal 19 oben drauf. Macht nach Adam und Riese-Schatz genau 67. Exakt, ja. Ja. Und dann haben wir die Rechnerei geschafft. Das war jetzt der schwierige Teil. Das war der schwierige Teil. Jetzt kommt der
viel einfachere Teil vom Einzeichnen. Mach mal schnell. Das Lustige ist jetzt, statt zu rechnen, hätte ich jetzt natürlich einfach ein bisschen Stoff genommen, da drum gewickelt, geguckt, ob es ungefähr passt. Und wenn es nicht gepasst hätte, hätte ich nochmal mehr Stoff abgeschnitten und irgendwie geguckt, ob es dann passt. Und wenn es nicht gepasst hätte, deswegen brauche ich immer sehr viel mehr Stoff als meine Frau. Ne? Dann wäre auch verzweifelt zu mir gekommen. Schatz, es passt schon wieder nicht. Ich habe für zwei Beutel genäht, alle zu klein. Genau. So, jetzt machen wir aber wirklich einen Schnitt. So, berechnen kann ich es klar im Vorteil. Es braucht noch ein bisschen mehr, weil der Stoff, der außen rundherum geht, hat ja hier, wo die Kordel durchkommt, geht da ja wieder etwas rein. Außenrum. Ja, das sieht man nicht, ist zu dunkel. Wieder rein. Ja. Aber ich glaube, man kapiert. Ich kann es nicht heller machen. Ja, ja, ja. Da kommt pro Seite noch so 2,5 cm dazu. Sprich nochmal 5 dazu, dann wären wir bei 72. Jetzt haben wir aber alles. Also endgültig 72. Endgültig 72. Wir können es ja vielleicht die ganzen Berechnungen nochmal kurz auflisten in einem Feldchen. Ja, ja, das machen wir noch. Ein kleines Textdokumentchen einblenden. Gut. So, nachdem ich beim Poncho mal irgendwo ein Stück gefunden habe, das einigermaßen flach liegt und wo wir noch nicht viele Ecken rausgeschnitten haben, zeichne ich jetzt dieses Rechteck von 72 x 21 cm auf. Ich glaube, wie man ein Rechteck zeichnet, brauche ich euch nicht unbedingt zeigen. Ich weiß nicht, ich würde es nicht, also... Man macht mal eine lange gerade Linie. Okay, ich glaube, selbst ich kann ein Rechteck zeichnen. Da dieses ja wahrscheinlich zu kurz ist, verlängern wir noch, weil 71 sind doch ziemlich viel. Ich glaube, das Prinzip ist klar, wir machen hier mal einen Schnitt. Ja, ich hab's ja auch gleich. Du hast es auch gleich. Dann machen wir keinen Schnitt. Und dann schneide ich es aus. Wir können schon einen Schnitt machen. Gut, dann machen wir einen Schnitt. Ausschneiden kann jeder, hoffe ich. Sodala, also Frau weist gerade darauf hin, dass wir jetzt nicht zeigen müssen, wie wir das Buch da drin einwickeln, weil meine Zuschauer nicht so blöd sind wie ich, sagt sie. Weil Ben würde jetzt hier einmal einwickeln. Ja, um zu gucken, ob er tatsächlich richtig gerechnet hat. Liegt drin, hier oben haben wir Platz zum Zusammenmachen. Da ich ja nicht selber gerechnet habe, stimmt's natürlich. Könnte ihn nicht da aufgehen, ne? Gut. Gut. Wer jetzt mit einem Baumwollstoff, sag ich mal, noch Jeans, was bügelbarem arbeitet. T-Shirt ist meistens Baumwolle. Ja. Oder auch irgendein Kunstfaser-T-Shirt, was man bügeln kann, empfehle ich jetzt einmal unters Bügeleisen damit. Beim Regenponcho mag ich den nicht wirklich vom Bügeleisen wieder runterkratzen, weil ich nicht sicher bin, ob der Hitze verträgt oder nicht. Darum lasse ich es einfach bleiben. Geht auch so zum Nähen. Dann hat eigentlich fast jeder Stoff zwei Seiten. Nämlich hier ein bisschen heller schimmernd seht ihr die Innenseite, wird auch als linke Seite bezeichnet beim Nähen. Und außen, die etwas dunklere Seite, die ist ein bisschen matter, ist die Außenseite, wird häufig als rechte Seite bezeichnet. Wir machen die rechte auf die rechte Seite, sprich außen nach auf außen und falten das mal zusammen. Also andersrum, wie später der Beutel dann tatsächlich... Genau. Also innen ist außen. Also falschrum quasi. Dann brauchen wir noch einmal kurz die Sachen zum Einzeichnen. Die hat jetzt irgendwer schon ganz weit irgendwo verteilt. Das war ich nicht. Ich räume nie was auf. Und zwar nähen wir im nächsten Schritt den Beutel hier von der Seite her einmal hoch zu. Aber, Achtung, nicht ganz, weil wir hier oben ja noch das Ganze dann einfalten für die Kordel, die durchkommt, darf es da nicht zugenäht werden, sonst kommt die Kordel nirgends mehr raus. Also zeichnen wir uns auf beiden Seiten am
oberen linken Ende jeweils 5 cm für diese beiden Kanäle ein und nähe nur bis zu diesen 5 cm. Einmal hier, sieht man da irgendwas? Das sieht man. Wir wenden das Ganze und machen es wieder auf der anderen Seite ebenfalls links 5 cm. Ich gucke hier noch, dass schön Ecke auf Ecke liegt, also dass ich da wirklich das Ganze so gut wie es ging halt gefaltet habe. Hier wiederum 5 cm. So, 1, 2, 3, 4, 5 und Linie. So, das war es jetzt auch mit der Einzeichnerei, sprich das Zeug kann zur Seite und wir richten uns die Nähmaschine. Wenn man jetzt etwas einen rutschigen Stoff hat zum Nähen oder noch nicht so geübt ist an der Nähmaschine, kann man sich mit Stecknadeln, natürlich nicht so schief in der Luft wie ich es mache, sondern schön auf dem Tisch, da immer mal zwischendrin die Seiten zusammenstecken, dass der Stoff nicht allzu sehr verrutschen kann. Ich nähe jetzt nicht zum ersten Mal irgendwas und dementsprechend könnte ich mir das auch sparen. Was ist wirklich so für Nähanfänger? Entweder Stecknadeln rein, es gibt auch ähnlich wie kleine Wäscheklammern, so Stoffklammern nennen sich die, kann man einfach außen an den Stoff knipsen, dass der nicht verrutscht. Wenn sowas im Nähkästchen ist, braucht das doch, wenn nicht, auch nicht so schlimm. Wenn wir jetzt ein Nähkanal wären, dann würden wir für diese Dinger jetzt Werbung machen und drauf verlinken und damit ganz viel Geld verdienen, aber wir sind ja kein Nähkanal. Davon abgesehen machen wir das auch sonst nicht. Ne? Siehst du, jetzt an der Nähmaschine eingestellt ist ein einfacher gerader Stich, ungefähr 2-2,5 mm lang. Und ich setze jetzt den Stoff so an, dass ich mit einem Füßchen breit... Nimmst du mal die linke Hand weg? Kann ich nicht. Ach so. Irgendwas muss das festhalten. Ja. Dass hier entlang des Nähmaschinenfüßchens auch der Stoff liegt. Also ich nähe es dann so ein Füßchen breit durch. Also so Grundlagenbedienung, Nähmaschine, wie gesagt, das gibt es woanders. Das haben andere Leute schon so gut erklärt. Dann, wie man das halt so schön macht, erstmal von Hand etwas... Ups! Ah, hier oben ist Gaspedal. Schatz, du bist nicht bereit. Nein, ich brauchte Platz zum Schneiden. Mit dem Handrad etwas vornehmen. Und ich nutze gerne dann noch einmal den Rückwärtsgang der Nähmaschine. Da muss man weniger am Schluss Versäubung, glaube ich, nennt ihr Deutschen das. Ja, nennen wir so. Wir verstäten in der Schweiz. Ihr seid lustig. Ja, ja. Lustig. Einmal zurück und wieder vor. Und dann nähen wir das bis hin hier zu unserer Linie, die wir eingezeichnet haben. Man kann das gemütlich machen. Es ist kein Wettrennen und letztendlich wird es jeweils schöner, wenn man langsam näht. Ja, die Hand muss jetzt leider hier hin. Ja, 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 mach die Hand dahin. So, und jetzt machen wir auf der anderen Seite nochmal genau dasselbe. Also wir nähen wieder von hier oben bis zum Strich 5 cm vor Schluss, den wir uns gesetzt haben. Jetzt der Pellerinenstoff ist nicht ganz so einfach zum Nähen, das kann ich euch jetzt schlecht zeigen, weil da muss ich selber gescheit vor der Nähmaschine sitzen. Der wird schlecht transportiert, weil er halt so rutschig und so fein ist. Das ist natürlich mit irgendwelchen Baumwollgeschichten viel einfacher. Aber ich habe ja Ansprüche, ne? Also an mein Personal und... Und überhaupt. Und überhaupt. Aber dementsprechend mache ich ja doch 2-3 Stecknadeln rein, damit er mir nicht allzu weit auseinandergezogen werden kann. Ja, ich habe mit dem Zeug auch schon selber gearbeitet und kann bestätigen, das ist gar nicht so einfach. Ja, du wolltest mit dem Zeug nähen lernen. Ja, deswegen kann ich es ja jetzt auch. Nicht. Naja, also ich habe es mir jetzt ein bisschen festgesteckt. Mhm. Ja, sie stellt schon irgendwie selber auf scharf. Ja, sie versucht es. Klappt. So, jetzt hat es geklappt. Dass es nicht allzu weit auseinander rutschen kann und ich die Ecken hier, ja, hier die 2 mm geht einigermaßen. Ist nicht optimal, aber ich habe es ja niemandem gezeigt, gell?
Ja, es soll ja auch nicht schön, es soll funktional vor allen Dingen. Also ein bisschen schön ist natürlich nicht verkehrt, aber funktional ist die Hauptsache. So. Habe ich gesagt, dass man hin und her näht, damit man nachher nicht... Hast du gesagt, ja. Hier gibt es nichts zu sehen. Den kann ich ausmachen. Okay. So, und da ist die Naht dann auch fertig. Das ganze Geklapper von der Nähmaschine haben wir uns gespart. Jetzt schneiden wir noch den Faden schön ab. Weil ich halt hin und zurück genäht habe, kann ich hier ohne Angst zu haben einfach die Fäden direkt eng abschneiden. Mhm. Legst du die Naht nochmal schön aufs Tischli, dann kann ich die nochmal filmen. Die Naht hier? Ja. Ja, hat die Naht. Also das ist jetzt halt eben unsere Naht. Das habe ich mir eben nochmal erklären lassen. Das kann man selbstverständlich auch alles händisch zusammennähen. Also wer jetzt gar keine Nähmaschine hat, der kann das auch händisch machen. Ist überhaupt kein Problem. Und da haben wir jetzt wieder die Schere. Ah. Ja, ist halt jetzt schon ab. Schade. Schade, schade. Schade. Also hier nochmal, wie gesagt, diese Naht. Und so sieht das dann aus mit der Maschine. Und jetzt machen wir einmal bitte wenden. Bitte wenden. Einfach mal reingreifen. Da die beiden Ecken schnappen. Mhm. Hallo, das sind die Ecken. Hallo Ecken. Zusammenhalten, wenden. Dann gehe ich gerne mit dem Lineal oder irgendwas rechtwinkligen einfach rein und drücke von innen hier die Ecken noch schön nach außen. Nehmt vielleicht nicht unbedingt einen spitzen Gegenstand, damit ihr keine Löcher durch den Stoff durchmacht. Also hier das Lineal entlang der Kante und da kann man so ein bisschen zurechtziehen. Dann sind die Ecken schön eckig. Und dann habt ihr hier wirklich eine schöne nach außen gestülpte Ecke. Dasselbe machen wir noch auf der anderen Seite. Ziehen hier schon mal von Hand etwas raus, so gut es geht. Dann kommt das Lineal. Und dann ziehen wir es hier wirklich von beiden Seiten her ein bisschen hin und zurück, bis wir eine schöne eckige Ecke haben. So. Gut. Dann dürftest du mal bitte über die Schultern gucken. So, jetzt haben wir hier noch diese offenen Kordelkanäle, sage ich mal. Am einfachsten drehen wir den Beutel von uns weg und machen da eine Seite nach der anderen. Das war die obere, die lege ich jetzt mal nach oben, die ignorieren wir. Hier nach unten verlängere ich die Nahtzugaben. Moment. Flach hin. Mhm. Das lege ich flach hin, falte es nach innen und stecke es da fest. Mhm. Also hier innen drin ist die Naht. Hier den Teil, der wie überflüssig ist, parallel dazu hinlegen. Das Ganze einmal nach innen falten, feststecken. So. Auf der anderen Seite nochmal dasselbe. Ups, das ist weg. Hier ist die Naht zu Ende und ich lege den seitlichen Stoff flach hin, der quasi nach innen weitergeht und falte alles einmal nach oben. So. Und stecke auch diese Seite fest. Jetzt haben wir hier die erste Öffnung, wo anschließend, also am Schluss dann, die Kordel durch kann. Die geht hier unten durch und kommt dann hier vorne wieder raus. Das nähen wir jetzt einmal fest und zwar hier entlang der Stoffkante, möglichst nah an der Kante, einmal durch bis zum Ende. Gut! Fummelei, und wenn ihr es gleichzeitig auch noch schön sehen wollt, noch etwas schwieriger. Also das flach runter machen. Ich mache ganz gerne einfach schon mal das Nähfüßchen runter, auch wenn ich noch nicht genau gezielt habe.
gehe mit der Nadel schon ein Stück entgegen und noch nicht in den Stoff hinein und ziele dann nochmal, indem ich das Füßchen hochnehme und wirklich gucke, dass ich da alle Stoffe schön aufeinander habe. Und wenn man richtig gezielt hat, muss man nur noch geradeaus nähen. Das ist leichter gesagt als getan, aber... Da am Anfang starte. So. Ein bisschen weiter rein, sonst zieht es mir zu sehr zusammen. Zack. Auch hier gehe ich wieder ein Stück nach vorne, ein Stück zurück und wieder nach vorne. Und dann muss man noch aufpassen, dass die Maschine den Stoff nicht frisst. Ben spricht aus Erfahrung. Ja. Weil wenn die Maschine den Stoff frisst, dann kriegt man ein Rüsi-Müsi im Fadechäschli. Das ist schließlich eine Schweizer Maschine, die versteht nur Schweizerdeutsch. Ja. Border of Japan oder so. Das sind Details. Schaut, dass ihr da nicht allzu sehr getreten werdet von der Maschine. Einmal zurück. Wieder vor. Und damit ist das erste von zwei Gefummeln erledigt. Wer jetzt noch nicht unsere Eheringe entdeckt hat, der hat echt nicht aufgepasst. Ah! Was filmst du? Ja, ich filme dich beim Abschneiden. Ach so, vor zurück hatten wir schon, ja schon, kann ich. Gut. Abschneiden. Hurra! So. Und weil das ein bisschen eine Fummelei war, üben wir das gleich nochmal mit der anderen Seite. Genau, das filmen wir nicht. Oder? Ja, nee. Ist nee. Eigentlich klar, wieder flachlegen. Das Gleiche. Hoch, flachlegen, hoch, nähen. Richtig. So, nachdem jetzt beide Kanäle genäht sind, die Fäden abgeschnitten, sind wir fertig mit der Näherei. Jetzt brauchen wir nur noch hier oben durch diese Kanäle jeweils ein Stück Schnur, Seil, Paracord, Band, was auch immer ihr habt. Alten Schnürsenkel. Alten Schnürsenkel, ein Stück Wolle von den letzten Wollsocken, die inzwischen... Die Wollsocken gehen ja nicht kaputt, aber... Falls doch mal einer kaputt gegangen wäre. Ben hat sich hier so ein Paracord gewünscht. Mhm. Das machen wir jetzt gerade von der anderen Seite her. Ziel ist es, dass am Ende von der Einfädelei einmal eine Schlaufe in die Richtung geht, dass sie hier geschlossen ist und hier offen und verknotet wird und einmal genau umgekehrt. Jetzt ziehe ich das durch, indem ich alles an eine Sicherheitsnadel ranmache, also einmal das Paracord, das hier schon geflammt ist, ersteche, Sicherheitsnadel zu und dann mit der hier einmal durch den Kanal. Die Sicherheitsnadel kann ich ganz gut spüren und weiß, wo sie ist. Schieb hier den Stoff einmal drauf, ziehe nach, schieb drauf, ziehe nach und so weiter. Jetzt bei den 5 cm, die wir abgemessen haben, ist der Kanal komfortabel groß. Wenn man sagt, okay, ich will nur ein ganz kleines Schnürchen und habe eine ganz feine Sicherheitsnadel, kann man auch noch 4 oder 3,5 cm nehmen. Einmal hier durch, hinten wieder zurück. Ich schiebe hier einfach den Stoff über die Nadel, wenn es nicht mehr weitergeht. Halte ich vorne fest und ziehe hinten nach. Jetzt habe ich schon die Hälfte der Strecke. Das ist auch eine schöne Variante zum ein bisschen Fingerfertigkeit üben. Andere würden das als Fummelei bezeichnen. Mhm. Ich zum Beispiel. Ja, jetzt habe ich noch ein Stück zurückgezogen. Ben, magst du ein bisschen da dran rumfummeln? Nein. Ja, ich mache das irgendwann auch nochmal wieder selber. Kein Problem. Ein bisschen weniger reicht. Zum Zeigen ist halt besser, wenn nicht der Depp den unvoreingenommenen Publikum erklärt, wie es geht, sondern jemand, der da wirklich weiß, was er tut. Ne? Gell, Schatz? Ja, Schatz. Gut. Hier brauchen wir noch genug Paracord, Schnur, Seilband, was auch immer für einen Knoten. Schneiden einmal ab. Schön wäre anders gewesen.
und verknoten erst das Ganze zu früh. Was hättest du denn gern für einen Knoten drin? Einen Knoten? Einen völlig normalen, einen Samariter. Ein Samariter, was immer das ist. Das ist so ein flacher Wunsch. Ich kann bloß Tab, Abspannknoten und Verbandknoten, hoch, hoch, runter, runter. Das wäre sowas. Ups, ja, siehst du. Tja, ich war zu früh. Ich mag kein Paracord. Paracord ist doof. Aber Paracord hat eine angenehme Haptik, wenn es erstmal hängt. So, jetzt ist die zweite Strippe schon drin. Zweite Strippe genau andersrum wie die erste Strippe reinmachen. Und also ja. Hier ist die Schlaufe, die rundherum geht links. Genau. Und bei der zweiten ist sie rechts. Wir haben das Ganze in der Zwischenzeit einmal gewendet. Nachdem wir gemerkt haben, dass die Samariterknoten viel zu rutschig sind, haben wir jetzt ganz normale Knoten reingemacht, hinten abgeflammt, zugezogen. Ja, und jetzt gucken wir, ob wir richtig gerechnet haben am Anfang. Yeah. Also, dass dieses schöne Büchlein da ein neues Zuhause kriegt. Ups. Einmal rein, hat noch Luft für weiteres. Und wir können es zuziehen. Passt genau bis oben. Wunderbar. Wunderbar. Wasserdichter Beutel für mein Waldbüchlein. Dann kannst du da noch ein Mäschli drauf machen. Mhm. Und dann sieht es ganz hübsch aus. Oh. So. Toll. Dankeschön. Danke, Schatz. Bitte, bitte. Und fertig. Ja, also der dürfte auf jeden Fall spritzwasserdicht sein, weil das Material per se ist ja dicht. Die Nähte sind es allerdings nicht. Das heißt, untertauchen, dann wird's Wasser reingehen, aber für in den Rucksack werfen, da kann es draufregnen, wie möchte, da sollte eigentlich ein Wassereinbruch so gut wie unmöglich sein. Da muss man sich schon große Mühe geben. Und ja, mit der Technik lässt sich halt quasi für so ziemlich jeden Gegenstand, deswegen haben wir auch erklärt, wie man das ausrechnet und alles pipapo, ein entsprechendes Beutelchen zusammenbauen. Der Gegenstand sollte halt plus minus rechteckig sein oder man macht halt einen Beutel für alle möglichen Gegenstände, die man dann da irgendwie reinstopft. Wenn man hingegen was Rundes dafür einen Beutel braut, wie zum Beispiel für diesen Topf, der hätte es echt nötig, weil sonst rußt er einem nach Gebrauch im Rucksack alles voll. Das ist dann wieder ein bisschen aufwendiger und das machen wir dann beim nächsten Mal. Und jetzt will die Kamera wieder nicht scharf stellen. So, jetzt. Genau. Und dann bedanke ich mich herzlich bei Chefin. Danke, Chefin. Bitte gerne. Ich wünsche viel Spaß beim Selbstausprobieren, Nachnähen. Ja. Basteln zu Hause. Gerade jetzt, wenn es vielleicht wieder ein bisschen kühler wird und hoffentlich mal wieder ein paar Tage regnet oder so, oder als Wochen kleines Winterprojekt. Oder Monate. Wäre das vielleicht mal was für euch. Drum dachten wir, wenn wir eh einen nähen, können wir es euch gerne zeigen und vielleicht dem einen oder anderen da noch ein bisschen Inspiration und eine Idee mitgeben. Prima. Danke fürs Zuschauen. Danke. Und bis zum nächsten Mal mit Ben. Tschüss. Tschüss.